Hi, hier ist wieder euer Rüsel. Diesmal mit einem Reaction-Video von Pontius Pilatus. Wer Pontius Pilatus nicht kennt, das ist der römische Statthalter, der damals Jesus Christus verurteilt hat, damit man ihn kreuzigt. Gefangener, komm näher zu mir. Antworte, bist du der König der Juden? Du weißt, die hohen Priester und dein Volk haben dich mir übergeben. Beantworte mir meine Frage. Bist du der König der Juden? Ja, ich bin ein König. Dazu bin ich geboren, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Was ist Wahrheit? Ich bin die Wahrheit. Dieser Mann ist aus Galiläa gekommen, um das Volk aufzuwiegeln. Wenn dieser Mann, wie ihr sagt, aus Galiläa ist, dann untersteht er der Rechtsprechung des Herodes. König Herodes befindet sich in Jerusalem wegen des Passafestes. Sein Glaube ist der eure. Daher kann er besser die Anschuldigungen verstehen, die ihr hier vorbringt, als ich es vermag. Du brauchst nicht zu erschrecken. Hast du neue Nachrichten? Nein. Nichts Neues. Warum quälst du dich so, Pilatus? Es ist doch nicht das erste Mal, dass man von dir verlangt, ein Todesurteil zu fällen. Die anderen Male war alles so klar. Das Verbrechen, die Strafe, die darauf stand. Und meine persönliche Überzeugung. Doch dieses Mal, da droht mir alles zu entgleiten. Ein ganz einfacher Prozess, ohne jede Bedeutung. Dennoch zieht dieser Prozess Rom und Palästina. Und das Gewissen des Richters in seinen Stuhl. Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Herodes hat befunden, dass dieser Mann unschuldig ist. Und zum Beweise dafür, dass er an dem Manne keine Schuld fand, hat er ihn mir im weißen Gewand der Unschuld zurückgeschickt. Auch ich finde keine Schuld an ihm. Aber er hat das Volk gegen uns aufgewiegelt. Dafür erhält er die Strafe, die er verdient. Er wird gegeißelt werden und dann wird er freigelassen. Führt ihn fort. Weshalb verlangen Sie nur so beharrlich den Kreuzestod dieses Mannes? Die meisten von Ihnen glauben, er sei ein Verbrecher. Die übrigen sind lediglich neugierig darauf, eine Kreuzigung mitzuerleben. Es ist bei euch herkommen, dass ich euch zum Passafeste einen freigebe. Darum frage ich euch, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Oder soll ich statt seiner Barabbas freilassen, der geraubt und gemordet hat? Wen von den beiden soll ich euch freigeben? Ihr selbst habt die Wahl. Barabbas oder der König der Juden. Wird mit dieser Strafe zufrieden sein. Und die Wahl zwischen ihm und Barabbas wird ganz gewiss zu seinen Gunsten aus. Dass ich wieder bei dir bin, ist sein Werk. Nicht Jesus, Barabbas, sondern Jesus freilassen unter den Räubern Barabbas. Barabbas. Hört mir zu. Wir sind Kaufleute, er ist unser Feind.
Wollt ihr etwa alles, was ihr besitzt, verlieren? Durch diesen Fanatiker? Nein. Folgt mir. Nun, wie habt ihr euch entschieden? Wen von den beiden soll ich euch freigeben? Barabbas oder Jesus? Jesus ist der Gott, der Licht und Hoffnung für uns allein und für alle Menschen. Ihr habt das Schicksal dieses Mannes in der Hand. Was soll ich denn mit Jesus machen, der Christus genannt wird? Gibt's keine Antwort, Jesus von Nazareth? Warum hältst du dich in Schweigen? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Oder dich freizugeben? Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Bringt uns das Wasser. Ich bin unschuldig am Blute dieses gerechten Mannes. Führt ihn fort. Die heilige Tradition der Juden missachtet. Er hat ihnen die Tempelsteuer abgenommen und sie verwendet, um seinen grenzenlosen Ehrgeiz zu befriedigen. Er wollte sich dort schon zu Lebzeiten ein Denkmal erbauen. Außerdem hat er das Volk bedrückt und tyrannisiert. Und hat die Menschen seinen Hass spüren lassen, die seiner Ungerechtigkeit wehrlos ausgeliefert war. Und schließlich, göttlicher Cäsar, hat er im Tale von Garizim eine große Anzahl unbewaffneter Sklaven, die es gewagt hatten, sich seiner Tyrannei zu widersetzen, bis auf den letzten Mann niedermachen lassen. Nun, Pontius Pilatus, hast du gehört, wessen man dich beschuldigt? Ich bedauere es sehr, dass du dich nun nach all den Fehlschlägen und dem Missgeschick in Palästina auch noch hier in deiner Heimat zu verantworten hast, vor dem Senat von Rom. Und anstatt deines Gönners Tiberius, deines Beschützers, findest du einen neuen Richter vor. Mich. Gaius, den Kaiser Caligula. Die Göttin des Glücks Fortuna hat sich offenbar von dir abgewendet, Pontius Pilatus. Dies hier hast du geschrieben. Das ist eine Beleidigung der Majestät Cäsars. Dadurch hast du einen Verbrecher aus Galiläa verurteilt und ihn zugleich als König der Juden anerkannt. Hast du etwa vergessen, dass Cäsar selbst der König der Juden ist? Ja, klar. Pontius Pilatus, der Senat ist hier versammelt, um deine Verteidigung zu hören. Wir warten auf deine Worte. Sprich. Verteidige dich! Sprich! Fehlt dir der Mut oder fehlen dir die Worte? Oder fehlt dir beides? Wo ist aber geblieben, der tapfere Soldat des Germanicus? Wo ist er geblieben, der brillante Redner des Forums, bei dessen Worten alles vor Bewunderung verstummte? Der Senat von Rom wartet darauf, dass du antwortest. Pontius Pilatus, ich befehle dir zu sprechen. Sein Schweigen ist eine Beleidigung des göttlichen Cäsar. Ich warne dich, meine Geduld ist erschöpft. Göttlicher Cäsar, ich finde es gut. Ich beschuldige dich, Pontius Pilatus. Die Macht, die dir der Senat und das Volk von Rom gegeben haben, schändlich missbraucht zu haben. Zum allerletzten Male, Pontius Pilatus, fordere ich Cäsar dich auf,
nichts zu verteidigen und zu retten. Sein Blick. Einfach wunderbar. Sprich endlich! Du solltest wissen, dass ich allein die Macht habe, über dein Leben oder deinen Tod zu entscheiden. Nur ich kann Gnade ergehen lassen. Mein Richter ist nicht von dieser Welt, göttlicher Cäsar. Ich werde gerichtet von der Gerechtigkeit des Himmelreichs. Das war noch Kenntnis. Also Pontius Pilatus hatte es echt nicht leicht. Vor allem als Jesus Christus angeklagt war und auch Barabbas. Das war für ihn die Hölle, denn er musste sich ja zwischen einen von beiden entscheiden. Doch das Volk wollte unbedingt Barabbas freigelassen sehen. Und deswegen hat er sich dann im Endeffekt tatsächlich dazu entschlossen, Barabbas freizulassen. Die Leute bezichtigten nämlich Jesus Christus, dass er ein Aufriegler sei und dass er sich als König der Juden bezeichnete. Das gefiel dem Volk ebenfalls noch weniger. Und deswegen entschied sich Pontius Pilatus, also Barabbas, einen Mörder und Verbrecher freizulassen. Und dann wurde Pontius Pilatus auch noch angeklagt, in Rom von Julius Caesar, der sich übrigens als göttlich bezeichnete. Und als er dann so in der Mitte des Raumes stand, vor dem Senat, sagte Julius Caesar immer wieder mit klarer und lauter Stimme, dass er sich doch bitte verteidigen möge. Doch Pontius Pilatus blieb ganz cool und ruhig. Doch als Caesar dann energischer wurde und immer lauter schrie, bekannte Pontius Pilatus auf einmal den Herrn und das Himmelreich. Das ist meine Wendung. Was haltet ihr von Pontius Pilatus? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich sag nun ciao, euer Rüsel.